Ich bin der wunderbare Narzisse. Ich werde mich deiner erinnern. Lesbeben gewinnt 3000 Pokédollar und geht siegreich aus diesem Kampf gegen den zweiten Arena. Nein, Quatsch. Top 4. Hervor. Ja. Verschiebe dich ganz deinem Tun und Schaffen, auf das auch das Vergängliche ewig wiederhält. In deinem Denken, Handeln, Leben und Erbe das Beste aus der hohen Zutat herauszuholen, das ist die Aufgabe eines Kochs und eines Trainers. Kämpfe nun also gegen die letzten zwei. Finde die Antwort in deinem Streben nach Höherem. Ja, das werden wir tun. Auf geht's. Zu den letzten zwei Trainern in diesem Part. So, nehmen wir gleich mal den nächsten Weg hier rein. Der Draco-Saal. Auf geht's. So, der letzte Kampf war nicht wirklich der leichteste für mein Team, aber der Kampf ist geschehen. Jetzt geht's weiter in den nächsten Kampf. Etwas düstere Stimmung in diesem Saal. Auf geht's in den dritten Top 4 Kampf. Ach, wen haben wir denn hier? Ich freue mich immer über Besuch. Du bist sicher sehr stark, nicht wahr? Ein richtiges Energiebündel, wie es mir scheint. Ach, was für eine schöne Überraschung. Ein Kampf gegen jemanden wie dich ist das perfekte Training für mein Team. Herausforderung von Top 4 Drakener. Tandrak wird von Drakener Top 4 in den Kampf geschickt. Oha. Die nächsten 4 Pokémon, die es jetzt gilt zu besiegen. Ich weiß nicht, ob Christoph da so der perfekte ist, aber ich versuch's erstmal mit Schädelwumme. Vielleicht ist es doch ein bisschen effektiv. Oha. Ein Donnerblitz ist auf jeden Fall sehr effektiv gegen Christoph. Joa. Ein bisschen was hat's gebracht. Aber Christoph ist vergiftet. Oh Mann. Kacke. Du darfst doch jetzt noch nicht aufgeben. Schädelwumme. Oh, ich weiß, das war ein Fehler, aber... Gut, hab ich gesagt. Dass ich lieber einen Trank einsetzen hätte sollen. Ja, hätte, Fahrradkette. Lucario, du bist am Zug. Würde ich mal sagen, benutzen wir die neue Attacke Drachenpuls, die wir im letzten Kampf bekommen haben. Naja. Gibt effektivere Attacken. Wie zum Beispiel Aurasphäre. Ich weiß, das nützt jetzt nicht mehr viel. Doch, es nützt viel, weil der scheiß Gegner hat einen Beleber eingesetzt. Nicht ein Beleber, aber ein Trank.
Gut, versuch's mal mit Nahkampf. Was ist denn das wieder für ein Pokémon? Oh nein. Donnerblitz. Juhu. Ich versuch's nochmal mit Steigungshieb. Nochmal vor allem. Oh man. Was ist das hier für ein Kampf? Ja. Das wird lustig. Ich versuch's mal mit Let's Play Markus. Der hat in dieser Top 4 noch gar nicht gekämpft. Da kann der mal mit Nitro-Ladung ein bisschen nachhelfen. Ja, ein Versuch was wert. Wo hat der die Wasserattacke her? Ist doch eindeutig ein Drachen-Pokémon. Drache Wasser anscheinend. Gut, Psychoschock hat gewirkt. Jetzt halt noch ein bisschen durch, Let's Play Markus. Obwohl du erst Level 49 bist. Ich weiß, du bist für diese Top 4 eigentlich nicht trainiert genug. Aber ja, mein Team ist nicht trainiert genug für die Top 4. Das wird lustig. Ich gebe trotzdem niemals auf. Und versuche es weiterhin. Gut, Let's Play Markus, versuch es mal mit Nitro-Ladung. Ich denke, das geht bei diesem Pokémon, das haut dahin. Oder auch nicht. Ja. Da kann ich auch mal irren. Auch wenn es jedes Mal hier ist, also. Auch wenn es viel zu oft ist. Sag mal, was soll denn gegen dieses Pokémon wirken? Das Feuer tut anscheinend nicht. So viel weiß ich schon mal. Drachen tut es. Magie-Flamme vielleicht? Ist eine Feuerwaffe, ich weiß, aber... Drachenpuls ist, glaube ich, auch nicht sehr effektiv auf mich. Mal was Gutes, so kann ich zumindest langsam ruhig hier... ...mitführen hier. Ja, das wirkt auch nicht sehr. Okay. Let's Play Markus ist eingeschlafen. Ja, schläft er auch noch im Kampf. Also... Hallo? Ja... Leg dich ruhig mal ein bisschen hin, mach eine Pause, entspann dich ein bisschen. Ist ja nicht so, als ob wir gerade im Kampf wären. Vielleicht mal fliegen? Fliegen auf einen Flug-Pokémon? Ich weiß nicht, ob das was wird. Ein Luftkampf sozusagen. Boah. Sonderlich stark war das nicht. Windstoß? Vielleicht? Top-Genesung? Och nö! Och nö, ey. Jetzt hab ich keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und setz mal Belieber ein und hol mal Christoph wieder her, vielleicht. Ich geh doch die richtige Person für, oh, das richtige Pokémon. Die Sachen Person. Für diesen Kampf. Hypertank auf Christoph. Ja, der Camp wird auf jeden Fall lustig, das wird ein richtig spaßiger Kampf. Da freue ich mich doch schon sehr drauf. Sehr, sehr dolle. So, ich heile mal noch jemanden. Wie wär's denn mit Lucario? Let's Play Markus hat ja nicht wirklich was gebracht jetzt hier am Kampf. Da haben wir erfahren, ist nicht sehr effektiv. Gegen die Pokémon hier. Machen wir mal einen Hypertank. Lucario wurde aufgefrischt. Vielen Dank, Justin, ne? Das wurde... den ich ausgehalten hast hier. Gut, Christoph, versuch du es mal. Ansonsten muss ich mal wieder die Welte rausholen. Vielleicht geht ja das hier. Hydro-Pumpe. Ne, ne, ne. Geht nicht.
Versuchen wir es mal mit Schädelwumme. Ja, hier pennt der mir hier auch noch ein. Du sollst jetzt Schädelwumme einsetzen und nicht einfach einpennen. Ja, alles klar. Dann guck ich mal, ob ich da irgendwo ein Mittelchen gegen den Schlaf habe. Nö, habe ich natürlich nicht. Klar doch, versuche ihn wieder auszuwecken. Oh, ist aufgewacht. Mach das nicht, mein Soldaten. Vielleicht wieder aufgewacht. Der Drachen tun. Und was soll Christoph tun? Na, endlich Schädelwumme einsetzen. Und nicht beim zweiten Mal gleich einschlafen. Ja, klar. Ja, klar. Wieso nicht? Wieso nicht? Wirklich. Ich meine ja. Ist ja nur ein Top-4-Kampf. Ja, klar. Gleich wieder aufwachen. Puh, das hat's aber irgendwie gebracht. Irgendwie hat das etwas gebracht. Jetzt weg mit dem Scheiß, Pokémon, ja, das ist. Oh Mann. Weißt du, wie sehr das nervt? Das ist das zweite Pokémon im Kampf. Oh. Das wird so ein zäher Kampf hier, das ist. Geht mir schon jetzt bis hier. Jason versucht, Bauchtrommel zu erlernen. Klingt doch schon mal gut. Gucken wir mal, was die Attacke kann. Ne. Die will ich nicht erlernen. Bekannte Attacken bitte erhalten. Gut. Jason hat Bauchtrommel nicht erlernt. Unharfnir wird eingesetzt. Ah, schön. Wenn das mal nicht wieder ein scheiß Pokémon ist. Oh man. Ich sehe doch schon, dass das hier nichts wird. Das wird heute nichts mehr. Mit dem Kampf. Boah, probier's nochmal mit Schädelwumme. Oh Mann, wie sehr ich diesen Kampf hasse. Das ist unfair, Mann. Ja, ich kann auch einfach gehen. Das ist. Macht auch keinen Unterschied mehr. Nee. Komm. Einen Versuch hast du noch, dann hole ich mir ein anderes Pokémon. Vielleicht mal Hydro-Pumpe. Irgendwann schaffe ich das mal. Oh Mann. Wie sehr ich das zusammenschneiden muss. Das ist. Das ist so wunderschön. Ich hole mal die Welte raus. Ich hole jetzt meine Welte raus. Ja. Jetzt zeige ich dir, was hier eine Sache ist. Finsteraura. Ich hole jetzt meine Welte raus. Das ist jetzt. Das ist. Mein Ernst. Das ist. Dann wird jetzt mein. Das wird jetzt mein Standardsatz. Char-Dragon. Gut. Letztes Pokémon, das kriegen wir auch noch hin. Wenn das nichts ist. Die Welte ist doch sehr stark in diesem Kampf. Dann probiere ich nochmal Standpauke. Na,
klar doch. Komm, noch ein bisschen. Ein bisschen. Und. Nicht dein Ernst. Du hast nicht gerade meinen Welter weggekickt. Komm. Jetzt gibt's aufs Maul. Ja, gut. Das hätten wir auch geklärt. Lucario erreicht Level 61. Welte erhält ein paar IP-Punkte. Du besiegst Drakina Top 4. Endlich. Oh, scheiße, Mann. Wie lange das gedauert hat. Na sowas, war's das etwa schon? Tut mir leid, komm doch wieder mal vorbei. Ganz bestimmt nicht. Let's Playben gewinnt 13.000 Pokédollar und geht endlich siegreich aus diesem Kampf hervor. Ach, was für ein schöner Anblick. Du und dein Pokémon-Team, ihr seid einfach herzallerliebst. Gut, letzter Trainer. Die schaffe ich auch noch. Mach's gut, besuch mich bald mal wieder. Mit deinem Team wird der Kampf gegen das letzte Mitglied der Top 4 sicher ein Kinderspiel. Ja, wenn es drin das letzte Mitglied wäre. Ich muss ja da noch gegen den Champ kämpfen. Aber gut, eins nach dem anderen. Jetzt erstmal ab in den nächsten Kampf. Eine letzte Tür ist noch da. Zum Rüstungssaal. Naja, wenn das mal nichts Finales ist. Los geht's. Ruf geht's. Zum letzten Trainer der Top 4. Der uns dann den Weg zum Champ zeigen wird. Was? Oha. Episch. Alter, das wird ein epischer Kampf. Ich heil mal schnell meinen Pokémon. Komplett geheilt. Auf geht's in den Kampf. Den letzten Top-4-Kampf vor dem Champ. Na, wenn das nicht mein Kumpel, der Ritter ist. Willkommen, edler Trainer. Mein bescheidener Name ist Timelot. Ich bin ein Mitglied jener Tafelrunde, die auch die Top 4 genannt wird. Ich kämpfe mit Pokémon des Typs Stahl. Möge dieses Duell ein Zeugnis ritterlicher Tugend und unseres Strebens nach dem vollkommenen Pokémon-Kampf sein. Und nun lass uns zur Tat schreiten. Das wird ein sehr fürstlicher Kampf. Das sehe ich doch schon. Versus Timelot. Eine Herausforderung von Top 4 Timelot. Gut, bei Stahl denke ich, könnte Feuer sogar ganz effektiv sein. Weil ich versuche es erstmal mit Christoph, wie immer. Der kann man beweisen, was er kann. Surfer. Ich setze erstmal Surfer ein, um mal zu gucken, was so verhältnismäßig klappt. Oh! Und ich denke, Feuer ist das Richtige. Da habe ich mich wohl geirrt. Hier ist wohl Christoph wieder der Richtige. Gut, erstes Pokémon, Schumann besiegt. Na dann, Volumias. Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Na klar, der Typ mit der fetten Nase. Surfer. Christoph kann aufgrund von Feuerknecht die Attacke nicht einsetzen. Was, wie? Nee, komm. Dann setzt schnell eine andere Attacke ein. Die soll auch gehen. Ladungsstoß. Ja, das war sehr effektiv. Da hast du recht. Dann setze ich nochmal Surfer ein. Nee, komm. Das mit den Top-Genesungen ist unfair. Ich weiß, ich setze auch Tränke ein, aber... Hat man den schon fast besiegt? Folterknecht.
Ach komm, geh mir nicht auf die Nerven mit Folterknecht. Dann kau ich dir halt die Nase ab. Das soll mir auch recht sein. Gut, jetzt kann ich aber wieder Surfer einsetzen. Oh nee, daran habe ich nicht gedacht, dass der gleich wieder Top-Genesung einsetzt. Ich muss das eigentlich mit einem Schlag K.O. machen. Ansonsten kommt der gleich wieder mit seiner Top-Genesung. Das ist... Oh, hatte ich schon wieder vergessen, das ist... Werd hier vergesslich. Dann mal ein bisschen Trank einsetzen. Jetzt bin ich auch mal unfair. Ladungsstoß! Ja, Christoph muss das hier aushalten. Wie greift eventuell nicht an? Sind wir hier bei Wünsch der Watt? Ja, was gekämpft! Gekämpft, sage ich! Und gesiegt! Hier wird nicht eventuell nicht angegriffen. Hier wird angegriffen und K.O. geschlagen. Hat er das verstanden? Gut. Den werden wir auch noch schaffen. Zwei Pokémon sind noch da. Oder auch nicht. Da holen wir halt ein anderes Pokémon. Ich wollte ja letztes Mal Markus ausprobieren, ob der effektiv gegen Stahl ist, weil Feuer schmilzt eigentlich Stahl bei großer Hitze, also zumindest rein physikalisch müsste er im Vorteil sein. Ja, Feuer härtet aber auch Stahl. Das ist also insofern. Aber Stahl schneidet nicht Feuer. Nee. Ja gut, Pokémon ist ja nicht Physik, also nehmen wir mal Lucario. Der ist auf jeden Fall stark. Mit Aurasphäre hat keine Wirkung. Auf jeden Fall hat Aurasphäre keine Wirkung gegen Stahl-Pokémon. Ja, bleibt noch die Welte. Justin bleibt mir auch noch. Aber ich probiere erstmal den altbewährten Standpauke. Königsschild. Ah, okay. Schützt dich selbst. Schön, dass du dich selbst schützt. Okay, das hat ein bisschen was gemacht. Nicht viel, aber ein bisschen. Eisenschädel, das ist auch eine coole Attacke. Bringt aber leider nichts, weil ich jetzt noch einmal Standpauke einsetze und dich gleich K.O. machen werde. Ich werde dich besiegen, früher oder später. Vermutlich erst später, aber gleich gut. Und das letzte Pokémon, her damit. Und da ich doch wieder meine Lieblingsattacke auf Lager. Scherox, das ist doch ein Pflanzen-Pokémon. Da bräuchte ich jetzt eigentlich letztes Mal Markus, aber gut, der ist erstmal K.O. Benutzt mal Phantomkraft. Schwupse durch den Boden durch. Und von hinten gepackt. Okay, das war nicht sehr effektiv. Da muss man wieder eine Standpauke halten. Oder auch nicht. Ich brauche mal Let's Play Markus. Ich glaube, der ist hier etwas effektiver. So, dich brauche ich mal. Du musst mal hier ein bisschen Stand halten. Einmal Let's Play Markus beleben. Ich denke, der ist jetzt der Schlüssel hier. In diesem finalen Kampf. Okay, so ein Supertrank reicht es noch. Und zack. Jetzt werden wir noch gefragt, ob das frischt.
und Jason wurde besiegt. Vielen Dank, Jason. Hat auch gut gemacht. Los, jetzt, ey, mach Buß. Natürlich durch Stacheln. Jetzt, die Polarung. Bitte, bitte. Wirk. Ja, es wirkt schon mal. Hoffen wir mal. Und das hat jetzt nicht, fand ich dann wirkt. Ja, meine Hoffnung. Wurde. Ich wette mit euch. Ich wette mit euch, dass das jetzt in die Hose geht. Dass das jetzt im letzten Kampf ein Beleber auf Let's Play Markus genau, warum auch nicht. Ja, jetzt noch Let's Play Markus als letztes Pokémon. Jetzt kommt ein Trank. Wette mit euch, dass der jetzt einen Trank einsetzt. Klar, wieso sollte er keinen Trank einsetzen? Oh! Schon wieder eine Wette verloren. Schon wieder. Du besiegst Stumelot. Alter. Das war so knapp. Das war mal so knapp. Aber richtig, so knapp. Kurz vorm Abkratzen. Was deine Kraft des Vertrauens zwischen dir und deinem Pokémon-Team übertrifft. Meiner. Let's Win gewinnt 3000 Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Sir Tumulot hervor und hat nun alle Top 4 Trainer besiegt und kann nun zu dem Champ vortreten. Oh, welch unvertrautes Gefühl befällt mich. Warum wird mir das Herz so schwer? Es erzittert unter der Last der Niederlage, gefangen im Zwiespalt zwischen Wut und Kummer. Damit es besiegt, du hast dich als ein mir ebenbürtiger Gegner erwiesen. Meiner treu, welch kühlendes Glanzstück. Kann nicht mehr lesen. Es ist geschehen. Du hast uns alle besiegt. Besinne dich auf die ritterliche Tugenden zurück, mit denen du die Tafel und der Top 4 besiegt hast. Wenn du dem Champ gegenüberstehst. Gut, auf geht's zum Champ, aber das erst im nächsten Part. Dann habt noch eine angenehme fürstliche Zeit. Gebt diesem wieder einen Daumen hoch, sollte es euch gefallen haben. Bis denne und ciao, adios, haut rinne!